Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier Animals Projekt auf der nordfriesischen Marsch vierfach mit dem Physi. Moin. So, Tiger ist erstmal abgedampft, denn die Freundin schläft und ja, ist halt schwierig, ne, mit Quatschen und Aufnehmen. Und also bei uns mitspielen und quatschen und wenn halt jemand schlafen will, ist ja nachvollziehbar. Deswegen hat Physi auch im Keller mittlerweile. Und nicht im Dachgeschoss. Oh Mann. Ja. So ist es. Guck mal, ich war anders, als man denkt, ne? Aber ich mag meinen Keller. Echt? Ja. Okay. Warum? Weil ich Ruhe hab. Das glaube ich. Das stimmt. Ich habe meinen Keller damals auch gemacht. Aber gut, ich mag jetzt das Zimmerchen, was ich jetzt habe, auch. Und ich glaube, mein neues wäre es lieben. Das wird gut. So. Ich habe jetzt nochmal 30.000 Liter Wasser gleich zu dem anderen. Dann könnten wir, also. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir gleich beide Mastbetriebe in Betrieb nehmen könnten. Welche beiden? Hier oben sind zwei. Was muss denn da alles hin, damit das läuft? Wasser, Mischration, Silage und Stroh. Also wenn du willst, kannst du den Anhänger Stroh runterfahren. Ich muss auch Stroh jetzt hier bei den Hühnern haben. Was machst du eigentlich mit deinen scheiß Hühnern? Produzieren Eier. Und dann können wir die Eier verkaufen oder weiterverarbeiten. Na, wenn dann weiterverarbeiten. Verkaufen macht bei Eiern nicht so viel Sinn, glaube ich. Oder? Ja. Können wir Mayo machen. Oh, das war ein bisschen eng. Wenn du dann die Mayo noch zu der Pommesfabrik bringst, kriegst du doppelt gelb. Ja. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich wollte noch mal gucken, wo könnten wir jetzt aktuell noch was stehen haben, was uns Geld bringt. Oder wir machen, wir bringen die Eier zu den Pfannkuchen. Könnten wir auch machen. Okay. Wie viele Tiere haben wir aktuell? Wir haben zu wenig Schweine. Brauchen mehr Schweine. Boah, wir haben 95.000 Liter Milch im Milchtank. Warte mal, dann schnapp ich mir mal ganz kurz. Dann bring die Milch zur Milchshake-Fabrik. Haben sie dir, sag mal, hast du irgendwie eingeschissen oder sowas? Hä? Denkst du auch, ich bin komplett, weiß ich, mit dem Floß damals hergekommen. Oder mich haben sie mit Brotkrümeln aus dem Wald gelockt. Hä? Komm. Mit der Mayo, das hast du geglaubt. Ja, übelst, ey. Weißt du, ich hab gedacht, ja, komm, sagst nichts drauf. Aber dann fängst du hörst ja nicht auf, ne? Du machst ja so lange wirklich, bis du eine von Wanz kriegst. Ich hab mich gewürmelt. Ja, ich weiß, dass ich beirrmelt hast über deinen eigenen Scheiß wieder. Wir brauchen, ey, wir müssen was an. Wir müssen hier. Warte mal ganz kurz. Wir müssen jetzt hier mal. Wir brauchen. Was Größeres,
zum Flüssigkeiten transportieren, das bringt ja alles nichts. Das ist wohl wahr. Kauf erst den Rope. Was soll man kaufen? Rope. Den was? Ach, den Ropa. Ach, den Ropa, ja. Was habe ich gesagt? Rope. 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 Ja, ist klar. Ich höre gleich den Strick. Lass uns den Rape kaufen. Das wäre nicht schlecht. Letzte Zeit huste ich Nikotinbrocken, ey. Das ist gut. Die Schnauze. Ja, ist ja gut, wenn es rauskommt. Ja. Mich freut das für dich. So. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen gewagte Farbkombination ist. Aber hey, was soll's? So, ich hab Geld ausgeben, sorry. Hat der grüne oder der blaue mehr Datenvolumen? Was? Wer hat mehr Datenvolumen? Das, nein, schon gut. 35.000, 50.000, der blaue also. Wegen was, was, was? Wo? Was willst du machen? Ja, Stroh zu den Hühnern bringen. Ach so, du meinst jetzt die Anhänger? Und du willst jetzt wissen, wer mehr Datenvolumen hat? Ja, ich hab mich versprochen, halt die Klappe, ey. Wie viel Datenvolumen hast du im Monat auf dein Handy? 5. Was? Was? 5. Ja, 5. Mit deinen 13,99, die du im Monat zahlst. 17,99. Wie viel? 17,99. Ja, also 5K. 5K? Ja, 5000. 5 was? 5 GB Datenvolumen. Ah, jetzt. Weil 5K, 5000, das ist 5 GB, ja. Ich habe 5 GB, weil ich mit 4 nicht hinkomme. Also 5 ist top für mich, 5 reicht. Warum ist das Problem? Komm, selber ruhig. Was ist denn jetzt das Problem? 17,99. Ja, aber ich zahle nur 17,99, weil ich monatlich kündbar habe. Sonst würde ich ja nur 13,99 zahlen. Aber da müsste ich mich 2 Jahre binden. Und das wollte ich nicht. Und wie lange bist du jetzt da? Dreiviertel Jahr. 17 Euro, 5 GB. Weißt du, was ein Dreivierteljahr ist? Ja. Ja. Und warum weißt du, was denn nicht eine Dreiviertelstunde ist? Ach, yo. Ja. Lol. Ach, das ist wieder richtig schön, das mechanische Gehirnrad anhören jetzt, ey. Was ist los? Oh lol, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, kannst du mal sehen, ne? Hauptsache mal die Ossis blöde machen. Spasten. Oh Mann, ey. Gott sei Dank musste ich ja keine PISA-Studie teilnehmen. Ja, aber du bist der die Runde reißt jedes Mal, ey. Wegen dir mach mal den Bauchklatscher kurz vom Ziel. So, oh, PISA-Studie deswegen ganz gut, ey, weil einer muss noch. Einer muss auch zum Test. Ja, das haben wir dieses Jahr im Sack. Diesmal schneiden wir richtig gut ab. Da kommt Füsi. Okay, wir sind am Arsch. Ja, kannst du mal sehen, ne? So läuft das hier. So, Kitoki. Habe ich auch ein dreckiges Weiß gekauft, ne? Ah ja, gut. Unfassbar! Da muss ich jetzt selbst zu mir sagen, das ist unfassbar. Das ist unfassbar! Ich bin verdammt lustig, oder? Oh.
Also, ne, und jetzt, meine lieben Freunde, jetzt, ne, jetzt will ich euch mal was erklären. Jetzt machen wir, jetzt schaut euch mal das Let's Play von Dungeons 3 an. Ne, hat er ja hochgeladen, der Füsi. Und weil ich auch das gerne spielen wollte, ne, habe ich mir das angeschaut. Jetzt schaut euch mal an, wie er da euch unterhält, ne? Und hier, wenn ich dabei bin. Ja, sagt er alles, oder? Du? Ja, weil du im Singleplayer einfach der pennste ein, Junge. Ja, du bei deinen Singleplayer-Projekten auch, Alter. Was? Was, erstens, was für Singleplayer? Ja, die hörst du ja immer auf, weil du selber weißt, was scheiße ist. Ja, genau deswegen. Singleplayer ist schwer, ohne Scheiß. Natürlich ist es schwer. So. Ein, da schläft man ein. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Darüber reden wir gleich nochmal. Ja, ja. Nein, ich weiß, die ersten drei Folgen sind auch echt ein bisschen... Problem ist, wenn man sich einfach zu sehr aufs Spielen konzentriert. Ja. Und lädt den nicht auf. Aber die Mission kann man alle Koop spielen. Lass uns das zusammenspielen. Was, das sind Missionen? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay. So, was machst denn du gerade? Den dritten Mal, ich bring Stroh zu den Hühnern. Ja, bringst du bitte das Stroh auch gleich da runter zu dem zweiten Stall? Mut. Hä? Ja. Muss ich neu laden. Ja, was ist das Spiel oder was? Ey, warte mal. Hier ist der dicke Sof-Silo. Was? Du hast doch bei den Rindern da unten selbst ein Hof-Silo. Mach die Quatsch doch selbst, du den Anhänger, und pack das alles da rein, Alter. Wie, das ist ein Hof-Silo? Ja, hab ich auch gerade erst gesehen. Und ich fahre die ganze Kilometer weit zum Haus, ey. Wo ist denn da ein Hof-Silo? Das ist doch da neben Aldi Süd, oder vergucke ich mich da jetzt? BGA Süd, Aldi Süd. Rinderhof, ja. Ja. Das ist direkt ein Hof-Silo. Echt? Wird auf der Karte zumindest angezeigt, ja. Oh, Scheiß jetzt. Okay. Such das mal eben. Ja, hier. Tatsache, jo. Bei mir aber auch, hab ich nicht gesehen. Hol doch einen Anhänger und dann machst du auch voll. Mal. Wir haben echt interessante Sachen hier noch drauf, ey. So, was denn? Ach so, nee, das bringt uns nichts. Oh. Alter, wie lange lädt denn der hier die Milch, ey? Das ist ja irre. Wir sollten auf jeden Fall uns überlegen, ob wir nicht vielleicht mal mit der Gülle düngen. Weil wir haben ja 36 Meter, ne, mit dem Horsch DLC. Ja. Gülle haben wir auch en masse eigentlich. Auf jeden Fall reichlich, ja. Verdammte Scheiße, wo ist denn jetzt die Hochsiedel, Mann? Original. Warte mal, ist der Original im Spiel drin, der Venus? Venus? Meter sind halt auch 6 Meter mehr, ist halt so, ne? So, wie sieht's denn aus hier? Ja, fast 5000 drin oder was? Will ich mich verarschen? Was ist das für eine Anzeige?
Das läuft aber auch langsam hier. Komm, ich will wenigstens in der Folge noch die Milch runterfahren, ey. Oh, wir haben immer noch 50k Milch am Start, ey. Was ist denn nun los? So, traktortechnisch. Ein Xerion wollten wir uns eigentlich auch mal gönnen, ne? Wollten wir uns gönnen? Ein Xerion. Ja. ...646 PS. Den Hammer. Ach nee. Es gibt noch den 8000er. So. Ferner fix die Milch in die Molkerei und dann können wir Feier machen. Tim, Tim. Was machst denn du? Versuche ja das auf das Hofsilo rauszubekommen, aber irgendwie klappt das nicht doch. Wo bist denn? Hofsilo. Sein, dass das hier extra befüllt werden muss? Könnte ein komplett separates Silo sein, ja, sicher. Sein, ja. Wenn es komplett separates Silo ist, dann. Ach, verdammt nochmal, ey. Liter Milch am Start, alter Schwede, ey. Das ist echt heftig. So. So, okay, okay. Milch dürfte hier auf der Seite sein. Die ist auch alle. Sehr gut. Moment. Was haben wir noch drin? So. Aber meine lieben Freunde, wir machen erstmal Feierabend an dieser Stelle und sehen uns dann quasi in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und schaut auch das nächste Mal wieder mit vorbei. Bis dahin, tschüss. Tschüss.